Hallöchen, liebe Leute. So, heute mal wieder einen kleinen Vlog. Und zwar geht es dieses Wochenende auf Tour mit dem guten Chris, Jimmy und der Flora. Die ist auch mit dabei. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg Richtung Bahnhof. Und zwar ist der Jimmy nämlich mit dem Zug zu uns gekommen, beziehungsweise zu mir hier in der Stadt. Und den hole ich jetzt vom Bahnhof ab. Und ich melde mich dann, wenn ich den Jimmy eingeladen habe. Von daher, dranbleiben, Leute. Bis später. So, liebe Leutchen, angekommen am Bahnhof. Da ist er, Moin. Der gute Jimmy. Abgeholt. Ich kam auch ein bisschen zu spät, ach, muss ich ganz echt zugeben. 5 bis 10 Minuten. 5 bis 10 Minuten. Aber da war entspannt. Aber herzlich in meiner schönen Stadt. Ja, also Ansichtssache. Städtchen. Hey, ist größer als bei dir hier. Ja, dann. Ist größer als bei dir. So. Fakt ist, wir fahren jetzt erstmal einkaufen, weil Jimmy natürlich mit dem Zug gefahren, braucht er die ganzen Scheiße nicht mitschleppen. Fahren jetzt erstmal zum Rewe, irgendwo hinkaufen ein. Mahlzeit, grüß dich. Ja, und dann geht's weiter. Ich hoffe, man versteht mich auch so hier mit dem Mikrofon. Es ist doch recht windig hier. Ich muss mir gleich auf jeden Fall erstmal die Aufnahme nochmal reingucken. Hier beim Rewe bei mir um die Ecke. Jimmy, der sucht da gerade noch irgendwas aus dem Auto raus. Und dann geht es auch gleich schon zum ersten Spot. Ja, Jimmy kennt ihr noch nicht. Hi. Hi. Ich war da schon. Video folgt vor dem Vlog, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass das Video vor dem Vlog hier kommen wird. Falls das Video schon online ist, ploppt das jetzt da auf, guckt unten in die Videobeschreibung, da ist dann auf jeden Fall das Video. Wie gesagt, wir fahren jetzt nochmal ungefähr eine Stunde. Jimmy filmt dann da ganz easy peasy da ab. Ich versuche nochmal bei dem Wetter ein paar Drohnenaufnahmen zu machen. Ich hoffe, das ist nicht zu windig da. Und dann kommen auch schon Chris und Flora. Also seid gespannt, dranbleiben, Leute. Wir sind jetzt hier gerade schon beim ersten Spot angekommen. Jimmy ist da schon drin, beziehungsweise geht er gerade rein, und zwar das verlassene Autohaus. Video müsste, wie ich schon vorhin gesagt habe, müsste eigentlich schon online sein, ist unten in der Videobeschreibung. Ich sitze jetzt hier gerade gegenüber auf dem Parkplatz und halte hier so ein bisschen Stellung mit dem Walkie-Talkie. Falls irgendwer kommen sollte, weil nämlich das Tor jetzt inzwischen vorne zu ist, das war bei uns damals nicht so, dass ich Jimmy per Walkie-Talkie Bescheid geben kann, wenn hier draußen irgendwie Bewegung ist oder irgendwas passiert. Deswegen halte ich jetzt gerade so ein bisschen die Stellung. Weil, wie gesagt, ich war ja schon drin, würde aber nachher auf jeden Fall gerne nochmal ein paar Drohnenaufnahmen machen. Bin mal gespannt, ob hier noch irgendwie was passiert oder ob vielleicht noch andere Airbags da kommen. Weil, wo ich mit Chris da drin war, waren wir definitiv nicht alleine. Da war irgendwie ein Vater mit seiner Mutter und dann kam noch ein Fotograf war das. Der hat auch einfach mal mitten davor geparkt. Deswegen stehe ich jetzt hier einfach mal so ganz unauffällig gegenüber auf dem Parkplatz. So, was macht man erstmal, wenn man warten muss? Essen. Das ist irgendwie so einen komischen Chicken Bombay Style Wrap erstmal reinballern, während ich auf Jimmy warte. Na, sag mal, guten Appetit. So, Jimmy ist wieder mit am Stissel. Ist hier gerade abgefilmt. War schon wieder eine Situation dabei. Eieieiei, auf einmal Auto auf dem Grundstück. Aber da zieht euch gerne das Video vom Jimmy rein. Ich war gefangen. Gefangen, ja. Ich habe ein bisschen so auf Trovato-Style, habe ich nebenan auf dem Parkplatz geparkt und per Walkie-Talkie ihnen erstmal so einen aktuellen Stand durchgegeben. Und jetzt, aber ich will nicht zu viel warten. Guckt euch das Video gerne an. Jetzt geht es erstmal weiter. Chris hat uns nochmal einen anderen Spot geschickt, weil der braucht jetzt nochmal so ungefähr eine Stunde, wie er dann da ist. Den checken wir jetzt mal aus und dann gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter, oder was? Was wird? Was wird? Da sind sie, unsere beiden verlorenen Kinder. Keine Fotos? Zum Glück mal ein Video. So, Leute, das Leben eines Reisenden besteht eigentlich nur noch aus Einkaufen. Leider lohnt sich. Jimmy filmt den, wo ist denn der Mond? Weißt du, wo der Mond meistens ist? Da. Oben. Da ist er, der Mond. Schön. Kann ich da ranzoomen? Das ist geil. Schnauze. Ich kann euch auch irgendwo zoomen, glaube ich. Wie geht denn das? Ich komme da gar nicht so weit. Neue Kamera und ich kenne mich nicht. Ah, da ist Zoom. Nein. Ich hab das falsche Objektiv drauf. Tippen zum Digital. Ja, will ich doch. Hallo. Tippen zum Digital Zoom. Ja, okay. Ja. Funktion nuckelt irgendwie nicht, Leute. Aber nur mal so kurz am Rande. Eben gerade schon mal. Haben wir jetzt schon mal ein oder zwei Spots? Ein, ne? Ja. Zwei, ne? Nee, ich habe auch nur einen. Jimmy hat schon zwei Spots abgefilmt und eben gerade einen. Das war aber Ranz.
Also, jetzt geht die wilde Reise weiter. So, Freunde der gepflegten Lost Place Unterhaltung. Wir haben jetzt hier ein Park for Night, Riesenparkplatz, keine Ahnung, irgendwas gefunden, wo jetzt hier gleich schön geküchelt wird von Chris oder beziehungsweise in Chris, seiner in deiner neuen Küche, draußen bei seiner neuen Küche. Gucken wir nochmal, wer hat denn hier Feines? Oh, guck mal, was gibt's denn hier Leckeres für den guten Hummus? Dann das Graubrot. Da ist er, man sieht gar nichts. Doch, oi, oi. Guckt euch das mal an. Toll. Ja. Ist der Motor kalt, gib ihm 6,5, ne? Wisst ihr Bescheid. Also wie gesagt, jetzt wird hier ein bisschen geköchelt. Bis jetzt alles so, ja, ein paar Sachen abgecheckt. Eine Kirche habe ich jetzt nicht gefilmt, weil war dicht. Was hatten wir davor? Davor war die Kirche. Die Kirche. Lass mal die Kirche im Dorf. Ich dachte eben gerade, da kichert ein Kind da hinten. Alter Schwede, habe ich mich gerade erschrocken. Es fängt schon wieder gut an, Leute. Ja, Bunker ist hier irgendwie, soll hier noch in der Nähe sein. Und ja, aber erstmal jetzt hier essen. Erstmal jetzt hier ein bisschen Food Content. Wenn Chris und Flora hier erstmal köstlich speisen, gehen Jimmy und ich jetzt erstmal hier auf Erkundungstour. Wir stehen hier auf einem mega großen Parkplatz von irgend so einem, ja, ich weiß nicht, das muss wohl mal ein ehemaliges Militärgelände gewesen sein, wo das aber irgendwie noch nachgenutzt wird, aber zum Teil ja auch alles brach liegt. Jimmy? Das hatte mich hier echt alleine gelassen. Das war es hier so ein mega lang Komplex. Gehen jetzt hier einmal runter. Ich muss hier übelst aufpassen, dass ich hier nicht auf die Klappe fliege. Boah, krass, Alter. Was ist das denn hier? Alter Schwede. Zieht euch mal diesen langen Gang hier rein. Mit diesem richtig ekligen Sessel da vorne. Das ist schon mega. Du siehst ja gar nicht das Ende, ey. Nee. Richtig krass. Aber Räume alle soweit leer, ne? Ja. Also die ich bis jetzt gesehen habe, ich habe nur 2 angeguckt. Guck mich mal ganz kurz mal weiter. Ach, das geht. Okay. Was ist das denn? Oh, hier steht hier überall Wasser. Sehe ich gerade, warum steht hier alles voller Wasser? Was ist das denn hier mal gewesen? Sieht mir ja glatt so aus, als ob das hier mal irgendwie so ein. Ja, weiß ich nicht. Badezimmer oder irgendwie was gewesen war. Ich dachte eben gerade, dass du hier durch die ganzen Räume durchgehen kannst. Auf der Seite alle miteinander verbunden sind, die Räume. Also, nee, auch nicht wirklich. Du kannst hier aber zumindest schon mal teilweise durchgehen. Schon doch recht gruselig hier irgendwie alles. Links geht einfach mal so ein, ja, wie so eine Art, naja, Keller jetzt nicht wirklich, ne, aber oh, das ist hier mit diesen Fenstern, jetzt ist das Licht besser fixiert, muss auch übelst aufpassen, hier sind einfach mal irgendwelche Löcher im Boden von irgendwelchen Versorgungsschächten, das ist schon nicht ohne hier, ne, okay. Okay, da geht es jetzt einfach nur wieder nach draußen. Gehen wir erstmal hier hinten wieder weiter und suchen jetzt einfach mal Jimmy mal wieder. Ja. Oh, da ist alles runtergekommen. Das ist an manchen anderen Ecken auch so. Und wenn du dann denkst, du bedenkst, du gehst nach oben in den ersten Stock und läufst da. Ja, nicht cool. Auf so einer Decke. Okay, ja, aber hier unten, du musst auch hier übelst aufpassen, unten, ne? In dem einen Raum ist so ein Versorgungsschacht hier, da irgendwie weit, wenn du da weitergehst. Ja. Riesenloch. Ja. Aber das. Ja. Das sieht. Was ist das denn da? Das ist Schmodder, Alter, da läuft die ganze Flüssigkeit, die voll. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ein bisschen eklig aus. Ja. Schreib's mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist.
Sieht auf jeden Fall nicht gerade sehr lecker aus. Sollen wir nochmal einmal eine Etage hier nach oben gehen? Dann nochmal ganz kurz gucken, wie es da aussieht. Alter. Das ist echt schon gruselig, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das kommt gar nicht so auf der Kamera rüber, ne? Du siehst das Ende gar nicht. Und du hast überall rechts und links diese Türen. Jetzt stell dir mal vor, da hinten huscht einfach so eine Gestalt lang. Das ist richtig, richtig creepy. Übrigens da vorne, da stehen unsere Autos. Ich werde jetzt auch erstmal wieder hier rausgehen zu den anderen, weil es halt einfach auch alles komplett leer hier. Es gibt halt nicht so viel zu sehen. Wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? So, ich finde den Ausgang hier nicht. Also hier haben wir die Treppe runter. Dann zu den anderen. Man sieht es, glaube ich, gar nicht auf der Kamera. Da befindet sich auch nochmal, ja, auch so ein riesen leerstehendes Gebäude. Wie gesagt, ich vermute einfach mal, dass sie genauso aussehen und alles einfach komplett leergeräumt ist hier. Die ganzen Buden. So, Leute. Jetzt geht es hier nochmal auf den Weg zu einem verlassenen Bunker. Chris hat hier so ein paar Koordinaten gekriegt. Und jetzt wollen wir das mal auschecken und mal schauen, was uns hier jetzt auf jeden Fall erwartet. Richtige Nacht- und Nebelaktion hier, sowas. Da vorne sind schon Chris und Jimmy. Mitten im Nirgendwo hier. Erstmal weiter immer in die Richtung. Licht am Feuer. Es ist schweinekalt hier. Ich glaube, so knapp über den Gefrierpunkt. Alter Schwede, Leute. Zieht euch das mal rein. Hier ist einfach so ein fetter Wall oder ein Berg oder was das auch immer ist. Heißt jetzt hier erstmal berghoch. Vor allen Dingen geht das auch mega steil hier hoch. Jetzt mal gucken. Nicht, dass ich mich hier gleich maule. Alter Schwede. Was ist das schon wieder für eine Aktion hier? Wisst ihr, manch einer von uns liegt jetzt auf dem Sofa, zockt mit seiner Playsy. Er guckt irgendwas ganz entspannt auf Netflix. Und wir touren hier irgendwo mitten in der Pampa rum, klettern irgendwelche Hügel hoch und sind hier auf Entdeckungstour. Ich gehe jetzt hier erstmal runter. Hoffe, dass ich hier nicht gleich hinfalle oder runterfalle. Alter, was ist das denn? Oh. Oh, Leute. Don't try this at home, ey. Ohne Witz. Wie ich eben gerade schon sagte, dann könnte ich jetzt auch auf dem Sofa liegen. Sich ganz entspannt in eine Serie reinziehen. Anstatt hier irgendwo mitten in der Pampa rumzulaufen, aber ja, einfach mal vor einer fetten Bunkertür. Okay, da steht definitiv irgendwas drin. Mhm. Wir gehen auf jeden Fall weiter auf Entdeckungstour. Ja, mal rumlaufen und gucken. Ja, definitiv. Das ist riesig, Leute. Riesig. Das sind locker 6 Meter. 6 Meter hohe Stahltür. Jetzt hier einmal außen rum. Ach, guck mal an. Da ist eine Tür. Haben wir einen Eingang gefunden? Das sieht mir echt so aus, als ob wir einen Eingang gefunden hätten. Also, komm. Geht mir um die Uhrzeit. Kommst du da rein? Nee, ne? Jetzt fast geschafft, glaube ich. Ich hoffe, man sieht es. Das ist ein LKW. Da steht, das ist ein LKW, der da drin steht. Und da hinten ganz, ganz viele Paletten gestapelt. Die Paletten sind auch zusammengenagelt, ne, glaube ich, irgendwie. Da sind auch Möbel oben drauf, glaube ich, ne. Sind das Paletten? Ich glaube, das sind Paletten. Krass, ne? Ja, was heftig. Einfach eingeschlossen. Ja. In diesem Bunker. Einfach drin gelassen. Ich frage mich halt immer nur, Leute, warum... Gestoßen. Jimmy hat sich den Kopf drauf gestoßen, deswegen, ey, Leute, wenn ihr sowas macht ja, ne, Bunkertouren, seid bloß vorsichtig. Es kann halt einfach irgendwo, entweder sind es solche Metalldinger hier, oder wenn du Pech hast, hängen da irgendwelche Querstreben noch oben aus der Decke raus, wie sowas zum Beispiel. Und na, dann kann man sich halt richtig krass verletzen, ne. Na, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich verstehe es halt immer nicht, wieso man sowas dann zurücklässt. Weil Fakt ist, die Tür kriegst du so nicht mehr auf. Aber wir gehen auf jeden Fall weiter
auf Entdeckungstour und gucken. Vielleicht haben wir Glück, dass wir noch irgendwie, keine Ahnung, ob es da noch einen Hintereingang, Noteingang, Notausgang gibt, dass man da vielleicht noch reinkommt. Aber jetzt hier nochmal rumgehen. Vielleicht gibt es auf der Rückseite irgendwie nochmal einen zweiten Eingang, beziehungsweise hier ist auch wieder wo sie eine Art, ja, hier ist so eine Steinmauer. Aber ich vermute mal, dass sie den entweder gesprengt haben, weiß ich nicht, oder halt zugeschüttet haben. Aber wenn sie zugemacht haben, wie gesagt, warum steht dann da noch ein LKW drin? Jetzt erstmal hier wieder den Berg hochkackeln. Ja, mit Kamera in der Hand ist das natürlich nicht so optimal hier gerade. Hier, wie gesagt, auch nochmal so eine Art Steinmauer. Sehr, sehr merkwürdig hier alles irgendwie. Ja, schade, Leute, wir sind jetzt hier nochmal gut 15, 20 Minuten hier rumgeirrt. Es gibt aber leider keinen zweiten Zugang. Es gibt halt echt nur diese große Tür, die halt so extrem verrostet ist und so, die du halt definitiv so nicht aufkriegst. Aber haut doch gerne mal unten in den Kommentar rein, was ihr zu dem Thema Bunker sagt, ob ihr gerne davon mal vielleicht ein bisschen mehr auf dem Kanal sehen wollt. Also wirklich mal so eine kleine Bunkertour. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück zum Auto. Dann fahren wir wieder zurück zu unserem Schlafspot. So Leute, jetzt erste Nacht wird heute im Auto verbracht. Ich baue mir jetzt hier mein Setup auf. Rücksitzbank umgeklappt. Ich werde es mir hier gemütlich machen. Chris und Flora pennen nebenan im Bus und Jimmy ist hier. Man sieht es, glaube ich, gar nicht. Macht einen Solo-Overnighter. Hier ist halt so eine alte Kaserne oder irgendwie sowas. Kasernengebäude. Wenn wir da drin pennen. Wie gesagt, baue jetzt hier erstmal in Ruhe auf und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn ich alles aufgebaut habe und in mein Bettchen liege. So, Setup steht, alles soweit aufgebaut. Schön auflösbares Kopfkissen, schöne Isomatte, Schlafsack. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall richtig schön gemütlich machen. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal eine gute Nacht. Falls die Nacht irgendwas passieren sollte, hier ist nämlich ziemlich reger Verkehr. Hier, weiß nicht, gefühlt alle 5 Minuten fahren hier irgendwelche Jugendlichen mit ihren Karren lang. Melde ich mich auf jeden Fall an und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dann. Guten Morgen, by the way, Leute. Aufgestanden sind wir schon. Schon lange. Wir sind schon beim ersten Spot hier wieder gewesen. Und zwar da, irgendwo, da. Das Ding da hinten. Verlassene Disco. Ja, kurz rein. Komplett leer, das Teil. Jetzt geht's weiter. Und zwar kleine Bunkertour wird fortgesetzt. Was heißt kleine Bunkertour? Bunkertour wird fortgesetzt. Chris nickt. Also, wir müssen jetzt aber erstmal ein bisschen Auto fahren. Jimmy schmiert sich gerade Vaseline auf seine Lippen. Das ist Hautcreme. trocken, Mann. Wie gesagt, Bunkertour geht weiter. Leute, dranbleiben. Auschecken. Check. Check. Das ist nur Vlog. Da ist, kann ich... Ja, tschüss. Bis später. So, Vlog-Time, Leute. Vlog, Vlog, Vlog. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in Richtung Atomschutz, Bunker, Atomwaffen, Bunker. Chris, wo sind wir? Wo wollen wir hin? Atomschutzbunker oder? Atomschutzbunker. Mitten irgendwo. Von den Russen gebaut. Er sagt gerade von den Russen gebaut. Mitten im Nirgendwo. Hier führt halt einfach nur so eine Panzerstraße lang. Mal schauen, was uns da gleich noch erwartet. Ich bin echt mal gespannt, weil so Thema Bunker wäre so der erste richtige Bunker bei mir auf dem Kanal. Haut auch gerne mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr mal so Thema Bunker irgendwie mal ruhig ein bisschen mehr sehen wollt. Habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt oder irgendwie gestern auch schon. Aber trotzdem, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Haut es mal in die Kommentare rein. So Leutchens. Wir sind jetzt hier irgendwo mitten auf einer riesen Wiese. Hier vorne ist wohl der Eingang. Wie man sieht, da hinten ist das so ein Hügel, hier vorne irgendwas, weiß ich nicht, aber hier haben wir hier vorne auf jeden Fall, wo Chris gerade hochkommt, einen Eingang gefunden. Jimmy, der klettert gerade schon da drin rum, Stirnlampe auf hier und dann würde ich sagen, gehen wir da gleich mal rein, ne? Was ist das denn? Kommen wir hier nachher wieder raus. Leute, jetzt hier irgendwann durch. Da ist so mega,
mega langer Gang. Krass, ey. Ich habe keine Ahnung, wie weit das hier noch reingeht. Das ist doch schon ein bisschen beängstigend hier, ne? Das ist eklig, ey. Ich hoffe nur, dass sich einer von denen den Weg gemerkt hat, wo wir wieder rauskommen. Aber das ist... Also ich habe noch nie so einen großen Bunker erkundet. Das ist jetzt wirklich Premiere für mich und auch Premiere auf diesem Kanal. Da sind wir gerade rausgekommen. Riesending, wirklich noch nie so einen großen Bunker gesehen, beziehungsweise persönlich drin gewesen. Der Wahnsinn. Also zieht euch das Video unbedingt rein. In der Art gab es das noch nie auf meinem Kanal. Also wirklich im Prinzip was ganz, ganz Neues. Pause jetzt erstmal und dann gleich zum Auto wieder zurück und dann geht's weiter. Mein Auto ist wieder angekommen. Keine Ahnung, wie viele Kilometer wir jetzt da gerade hier gelaufen sind. Kurze Trinkpause und dann geht's weiter. Tour geht weiter. Aber pro Trinkpause unbedingt holen, voll lecker. Hashtag no Werbung oder irgendwie so, no Kooperation oder was ist das für eine Firma? Aleo, dieser Vlog wird gesponsert von Aleo. Ne, wird's nicht. Aber Aleo, falls ihr das seht, ne? Ja, Kooperation, ne? Einfach anschreiben, E-Mail-Adresse steht unten, wisst ihr Bescheid. So, Vlog-Time. Wir sind jetzt inzwischen beim zweiten Spot angekommen. Muss ein bisschen fahren. Ich filme jetzt auch mal komplett ohne Mikrofon. Mal gucken, wie das rüberkommt. Ich weiß es nicht. Lasst euch da mal überraschen. Ansonsten muss ich nachher halt im Videoschnitt ein bisschen bearbeiten. Ja, kleines Häuschen. Soll wohl richtig geil sein. Allerdings auch so ein bisschen tricky. Angeblich hat es wohl irgendwer gekauft. Wir wissen es nicht so genau. Wir gucken jetzt erstmal. Mal gucken, was uns erwartet. Vorne steht schon ein Auto. Das ist eine kleine Hütte, irgendwo mitten an irgendeiner Bundesstraße. Gucken einfach mal, was so hier jetzt noch so ein Anhänger. So, Jimmy ist eben gerade da oben schon hochgeklettert. Problem an der ganzen Sache ist, du kommst halt nicht weiter und die Bude ist halt komplett verrammelt. Wir sind noch auf der Suche, aber ansonsten, weil das wäre, Chris sagt halt schon, die Bude, das ist eine richtige Perle wieder, aber halt alles zugemacht, ne? Alles dicht. Naja, weiter suchen. Mal gucken, ob wir noch einen Eingang finden. Vorne hast du dann noch so ein VW Polo stehen, aber es ist halt wirklich kein Reinkommen hier, ne? Wie gesagt, Jimmy ist ja irgendwann hochgeklettert, aber jetzt sagt er, da ist dann halt, das ist wie so ein Anbau. Da hast du die blanken Ziegel davor und das war's. Fazit, Leute. Fail. Alles dicht. Das wäre wirklich eine richtig, richtig schöne Perle gewesen. Aber gut. Manchmal hast du Glück, manchmal nicht. Jimmy ist irgendwo noch da hinten. Der macht jetzt, glaube ich, auch noch was für seinen Vlog. So ein Flora vor mir. Gehen wir. Wir sind später auf dem Weg Richtung Autos. Und ja. Dann eine kurze Lagebesprechung und weiter zum nächsten Spot. So, Leute. Nachdem wir eben gerade ja den Fell hatten, sind wir jetzt schon inzwischen bei dem nächsten Spot. Das ist es nicht. Das gehört aber hier irgendwie schon mal mit dazu. Und zwar geht es jetzt zu, naja, ich würde mal behaupten, doch einer mit der bekanntesten Spots, die es so ja, in der Urbex-Szene gibt, was so Thema Bunker anbelangt. Doch, würde ich mal behaupten. Von daher, Leute, unbedingt weiterschauen. Das wird nämlich, glaube ich, richtig krank. Das Ding war auch schon immer mal so ein Wunsch. Da mal hin und jetzt sind wir da. Von vorweg laufen die anderen einmal rum. Hier ist auch noch mal so ein kleiner Unterstand. Das Gebäude sind jetzt keine mehr. Wie gesagt, alles dahinter uns, wie so eine kleine Stadt. So eine kleine Geisterstadt. Ich bin echt mal gespannt darauf. Oh, da sehe ich doch schon was, die man erkennen kann. Da hinten, da ist irgendwie eine Tür, die geht in den Berg rein. Ich glaube aber nicht, dass das der Eingang ist, weil der ist wohl ein bisschen sportlicher wieder. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ist das wieder mit Klettern verbunden, aber so genau weiß ich es jetzt auch gerade nicht. So, hier ist
wie so eine Art Schacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera kennt. Hier geht so eine Treppe runter oder er hat solche Handgriffe und dann geht es da einmal links von ab. Gucken jetzt aber einmal in die Richtung, weil wir da noch mitten im Berg so ein, ja, auch wie so eine Art Eingang gefunden haben. Und da glauben wir auch, dass das Ding offen ist. Also es bleibt spannend. Ich sag mal so, Thema Bunkersuche ist sowieso immer so eine Glückssache. Entweder du weißt ganz genau, wo der Eingang ist, oder du musst halt suchen, ne? Hier führt auch so eine kleine Treppe runter. Da unten ist der gute Jimmy. Chris steht schon vor dem Eingang. Ich gebe hier einmal an Flora meinen Rucksack weiter. Falls es für mich durch dieses enge Loch durch. Das will ich filmen. Das. Alles klar. Das wird jetzt wieder richtig funny. Respekt. Alter. 10 Jahre Ballett haben sich bezahlt gemacht. Spaß. So, jetzt gucken wir mal, was der Jimmy hier fabriziert. Irgendjemand in der Hand fallen. Hast du meinen Rucksack und ich habe den Rucksack von Jimmy. Okay. Ich krieg so eine Maske. Warum mit der Stroh? Weiß ich auch nicht. So, Freunde, Kameralicht ist montiert und jetzt geht es runter in den Abgrund. Erstmal so eine mega lange Treppe runter. Eieieiei. Riecht auch schon wieder so extrem nach Heizöl. Ach, hier drunter steht Flora. Ich dachte, wir laufen da auf. Hey, ich bin hier eingefangen. Seit 1932. Okay, ja, ein bisschen Spaß muss sein, Leute. Pass auf, dass ich hier nicht den ganzen Dreck von meinen Schuhen gleich auf dem Kopf hast. Leiter klettern. Oh, mit einer Hand, Leute. Da geht's rein, Jimmy? Ja. Hier ist das relativ, wenn du vor. Immer diese Film lesen hier. So, warte, Jimmy ist jetzt als erstes dran. Ich will als nächstes. Ja? Ja, jetzt. Alter, schöne Leute. Die Taschenlampe. Ich sag's euch, man könnte jetzt auch auf dem Sofa liegen und Netflix gucken, ne? Und was machen wir? Sofas. Oh Leute. Hier? Ja, aber sonst pass auf, es geht runter. Ach du Scheiße, ey. Was machen wir hier? Ich weiß es auch nicht genau. Wir sind einfach in einem Dieseltank oder was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, im Silberklotten. Muss mal den Schwimmer. Kennst du Schwimmer? Schwimmer? Um den Stand zu testen von Flüssigkeiten. Ja. Ja. Guck dir den mal an. Der ist da hinten. Leute, wir befinden uns einfach mal in einem riesigen, wie Jimmy sagte, ja, Öltank. Kein Bunker, sondern Öltank. Absolut krass, Alter. Das war auf jeden Fall ein Tank. Was sagst du? Das halt hier, die Stimme geht einfach verloren. Ja, ne? Das war auf jeden Fall ein Dieseltank, glaube ich. Vom Geruch her, so ein bisschen. Ja. Boah, schon krass. Das ist einfach ein riesen Metallbehälter, in dem wir sind, ne? Ja. Ich finde so die Atmosphäre hier drin extrem gruselig. Ja, oder? Nicht? Ja. Nee. Ich weiß nicht. Der Wahnsinn, was wir hier alles erleben. Das ist der Wahnsinn. Wir stehen in einem riesigen Öltank unter der Erde. Hier vorne ist der Schwimmer zum Messen. Da geht es nach oben. Aber es geht nicht mehr weiter, ne? Das ist nicht das. Nein. Das ist trotzdem geil. Das ist trotzdem geil. Also es ist definitiv noch nicht unser finales Ziel. Wir haben einfach den falschen Eingang genommen. Oh,
traurig. Und jetzt sind wir hier nämlich in diesem Öltank, weil es gibt nämlich noch einen anderen Eingang. Da geht eine mega, ich glaube, 10 Meter lange Treppe einfach runter. Jetzt haben wir da wieder raus. Chris geht vor. Nachts im Dunkeln. Das ist deine Akustik, ne? Ja. Leute, und ich habe hier keinen Filter oder irgendwie was, keinen Halb oder Echo draufgelegt, das ist einfach so. Hallo! Hi! Hallo! Ja! Wieder hier drin. Alter! Parkour. Und dreckig. Was ist diesmal? Ein Mädchen oder ein Junge? Ich glaube auch wieder ein Junge. Leiter wieder hoch. Ja, über mir sind sie. Und dann anderen Eingang suchen. Weil das war auf jeden Fall nicht den Eingang, beziehungsweise das war nicht der Eingang, den wir gesucht haben. Also von daher, weiter geht's. Geh noch in eine andere Demo. Welches andere denn? Ah, mein Po. Also, aus dem Öltank oder diese Tank, was das war? Ich hab keine Ahnung. Diese Tank, Öltank, weiß ich nicht. Hat nach Diesel gerufen. Extrem nach Diesel. Sind wir jetzt erstmal wieder raus. Wir sind aber noch nicht fertig, weil hier soll es noch was Größeres geben. Ich meine, das Ding war auch schon groß, aber noch was viel, viel Größeres. Und das suchen wir jetzt halt gerade. Also Jimmy hat eben gerade da hinten, das sieht doch sehr gut aus, das sieht vielversprechend aus. Da ist ein riesen Hügel mit irgendwelchen Lüftungsrohren, die aus dem Boden rauskommen. Ich hoffe, dass wir jetzt richtig sind. Das wäre jetzt geil. Das wäre richtig mega, wenn wir jetzt den richtigen Eingang gefunden haben. Hier vorne wie so eine Art Schützengraben oder Ausguck. Ich habe mal gehört, dass hier damals, wo es noch Ost- und West-Trennung gab, hier, ich glaube direkt, wo ich draufstehe, die Ölreserven von den Russen gelagert wurden. Habe ich gehört. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Schreibt auch gerne in den Kommentaren, wenn ihr da irgendwie andere Informationen drüber habt. Das ist so das, woran ich mich jetzt irgendwie noch so erinnern kann. Vorne auch noch. Hier ist nur so ein kleiner Schacht. Geht's nicht großartig weiter. Aber da oben, wo die anderen stehen, das könnte vielversprechend sein. Ne? Verdammt. Ich dachte, diesmal haben wir Glück. Aber anscheinend wohl nicht. Aber wir geben noch nicht auf. Da geht nämlich wieder eine Treppe runter. Dann nehmen wir mal die nächste Treppe runter. So, Grüße gehen raus an die netten anderen Urbexer, die hier gerade rumgelaufen sind. Wir stehen jetzt auf einem der zwei, also zwei sind es auf jeden Fall, Öltanks. Hier geht nur die Leiter runter. Da drüben, da gibt es noch den Seiteneingang, der offen ist. Hier, wie gesagt, geht nur die Leiter runter, Seiteneingang ist dicht. Ich, keine Ahnung, ich bin mehr für den Seiteneingang, weil die Leiter, die geht, glaube ich, 10 Meter oder so in die Tiefe. Das ist der hier mit der Leiter. Man sieht gar nichts, naja, wobei es geht, ne? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber wie gesagt, wir nehmen den anderen auf der anderen Seite. Da können wir bei der Seite rein. Durch die Seite rein krabbeln. Also wie ich eben gerade erfahren habe, Chris sagte, da hinten ist der andere Eingang, aber da fehlt der Boden, ne? Da fehlen die Bodenplatten jetzt. Teilweise. Oh, nicht cool. Nee, ich habe auch geguckt. Also du würdest wirklich tief fallen. Und das wollen wir ja nicht. Also von daher doch die Leiter nehmen. Wo nehmen gerade von da unten? Ein Fahrradfahrer, also Bikepacking-Fuzzi da beobachtet. Aber ich glaube nicht, dass der hier irgendwie dazugehört. Irgendwann, das gehört hier sowieso irgendwie dem Land, der Stadt, keine Ahnung, dem Bezirk. Aber das ist echt heftig. Ihr seht gar nicht die Ausmaße von diesem Riesenberg. Das Ding ist locker. Boah, wenn du von da unten guckst, da hoch, da sind 10, 15, 20 Meter. Wie gesagt, das Ding komplett unterirdisch. Da geht's runter ins Verderben, Leute. Chris sagte, die Leiter sieht auch nicht mehr so vertrauenswürdig aus. Ich weiß nicht, ob ich da runtergehe. Ich kletter erstmal ein Stückchen. Alter.
entspannt hast. So, Sekunde. Alter. Schmeiß da nochmal einen Stock rein, Leute. Ja, gut. Das ist mir dann doch irgendwie so ein bisschen, da bin ich dann echt Schisser, ne? Da bin ich echt Schisser. Aber wir haben den Ölprinzen gefunden. Jetzt mal so ein bisschen Real Talk. Ich habe halt auch, ja, kann man es Höhenangst nennen? Weiß ich nicht. Aber bei sowas, so eine Eisentreppe, die schon so gut angerostet ist, muss ich jetzt nicht haben. Weil die anderen haben auch gesagt, wenn du da abschmierst, wir holen dich nicht raus. Von daher lassen wir das mal lieber. Da siegt dann doch die Vernunft. Aber es gibt ja genug andere Videos von den Dingern. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Aber das ist mir doch, ja. Nee, sorry. Da bin ich, bei sowas bin ich dann raus. Da bin ich dann ehrlich. Da vorne hast du auch nochmal irgendwie so einen kleinen Eingang. Hier steht auch nochmal ein Gebäude. Aber wir wollen jetzt auch so langsam wieder weiter, weil es stehen noch zwei Spots auf der Liste, die auch, wenn offen ist, auch definitiv sehr vielversprechend sein sollen. Und da geht es jetzt erstmal wieder zurück zu den Autos. Leutchens, da vorne stehen die Autos. Da blitzt so richtig, richtig schön gerade die Sonne durch. Da brauchst du kein Kameralicht. Boah, der Hunger kickt auch so langsam bei mir rein. Ich weiß nicht. Wird auch demnächst Zeit, dann was zu essen. Auf jeden Fall eben gerade abgefilmt. Jetzt heißt es, zwei Spots, sagte Chris, haben wir noch auf der Tour. Die wohl auch recht vielversprechend sein sollen. Ein Haus und ein Spieleparadies wohl, so wie ich das mitgekriegt habe. Auch nicht so weit weg von hier. Und dann gibt es ja heute noch, wenn alles gut läuft, einen Overnighter. So Leute, kleine Planänderung. Wir haben jetzt hier so einen Park for Night rausgesucht. Mein Kameralicht wird hier als Kochlicht da oben irgendwie benutzt. Chris macht sich hier die Nudel oder Chris und Flora machen sich Nudeln. Bei mir gibt es ganz klassisch Dosenravioli. Das brutzelt auch hier schon ganz gut. Ah, aber Dosenravioli. Ja, wie gesagt, Plan B, weil die anderen Spots, ja, dicht, war halt nichts. Und jetzt haben wir, wie gesagt, Park for Night hier ruhigen Parkplatz gefunden. Und köcheln jetzt erstmal in Ruhe noch was, essen was, weil der Hunger kickt halt richtig rein, Leute. Und morgen steht auf jeden Fall nochmal mindestens ein Spot auf dem Plan, der aber auch ganz geil sein soll und hoffentlich auch offen. Aber das sehen wir dann morgen. Ich denke mal, ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Heute, ja, jetzt erstmal in Ruhe essen. Was ist denn da, Leute? Yo, guten Morgen, Leute, guten Morgen, Leute. Dritter Tag. Ja, dritter Tag, zweite Nacht, dritter Tag. Sonne hinter mir, richtig geil da. Aber heute irgendwie so ein bisschen mit Kopfschmerzen aufgestanden. Ich mache mir hier gerade Käffchen, beziehungsweise koche mir gerade Wasser ab. Da vorne. Ja. Zu heute. Erstmal wach werden, frühstücken, Kaffee trinken. Und dann haben wir wohl noch eine Bude. Die ist richtig geil. Und das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon wieder mit der Tour. Drei Tage, beziehungsweise, ja gut, ja doch, drei Tage, sagen wir zweieinhalb Tage. Das Place Tour auch schon wieder zu Ende. War auf jeden Fall wieder Abenteuer. Ich erzähle schon so, als ob es, ist ja noch gar nicht vorbei. Ist ja noch gar nicht vorbei. Also wie gesagt, ein Spot kommt definitiv noch, Leute. Und der soll richtig, richtig geil sein. Wir hoffen nur, dass die Bude auch offen ist. Ansonsten, ja, haben wir ein Problem. So Leute, fertig gefrühstückt, Aufbruch nach Pandora. Oh, ja, okay. Ja, fahre ich auch rechts ran. Auf der Autobahn tanken wir nochmal. So, beim letzten Spot angekommen. Wie gesagt, soll eine richtige Perle sein. Wir hoffen, dass da alles offen ist. Ich habe jetzt auch extra wieder das Mikrofon dran, damit vernünftige Bild, vernünftige Ton. Das muss jetzt hier alles passen. Jetzt nochmal zum grünen Abschluss nochmal eine richtig schöne Perle abfilmen. Das war genau da hinten, hinter den Wäldern oder hinter dem kleinen Wald, steckt sich das Schmuckstück. Ich weiß nicht, ob man es da schon leicht erkennen kann, das Dach. Wenn das echt noch so aussieht wie in dem Video, was wir uns angeguckt haben, dann tippitoppi, Leute. Alter Schwede.
das wird hier wahrscheinlich mal das Schlafzimmer gewesen sein. Also es ist alles ziemlich offen gestaltet hier. Und überall auf dem Boden tote Fliegen. Hier auch noch Süßigkeiten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wollen wir mal gucken. Abgelaufen. Ach, okay. Krass. 15.07.2023. Noch nicht mal ein Jahr abgelaufen. Ungefähr halbes, dreiviertel Jahr abgelaufen, die Süßigkeiten. Ich hatte ja gesagt, Leute, Kühlschrank, ne? Ach so, Badezimmer. Man hört ja verschiedenste Stories. Es stinkt bestialisch hier drin. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will es auch gar nicht wissen, was das ist. Hier liegt eine Schere mit Haaren. Boah, Leute, ohne Witz, ohne Witz. Zeitkapsel. Nochmal zum Abschluss der Tour. Wirklich richtig, richtig geiles Ding gewesen. Seid gespannt auf das Video. Definitiv, seid gespannt auf das Video. Jetzt heißt es, den guten Mann zum Bahnhof bringen. Ja, und dann ist die Tour schon wieder zu Ende. Schade. Schade, schade, schade. Übrigens, ganz vergessen zu sagen, hier ist gerade so ein übelster Ansturm von anderen Leuten. Wir waren jetzt heute die Ersten, glaube ich. Dann kamen noch zwei andere, die waren aber cool. Grüße gehen raus an alle Leute, die uns hier heute bei dem Spot getroffen haben. Hi. ja, wie gesagt, waren dann doch ein paar Leute. Ich glaube, wie viele waren jetzt zum Schluss hier? Boah. 6, 7. Also genau, ein Pärchen, also ein Mann und eine Frau. Und jetzt eben gerade nochmal 4. Und dann halt wir. Also doch recht bekannter Spot. Na gut, also wie gesagt, Leute, an alle, die hier heute da waren und uns gesehen haben, Grüße gehen raus an euch. Bevor ich es vergesse, Leute, ich habe noch gar keine Verabschiedung gedreht zum Vlog hier. Also, ich bin jetzt auch inzwischen zu Hause angekommen, habe den Jimmy eben gerade noch in Hannover abgeliefert beim Zug. Krasse Tour. Ich bin so fertig, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das hier alles zusammenschneide. Aber sollte euch der Vlog gefallen haben, beziehungsweise wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, so ein bisschen auch so hinter den Kulissen und irgendwie sowas, was da so auf den Touren alles passiert, schreibt es in die Kommentare, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt komplett übermüdet, kaputt, stinkend von euch. Hier oben könnt ihr nochmal gerne draufklicken. Kommt dann nochmal zum letzten Vlog mit dem guten Jimmy zusammen. Auch 24 Stunden Zerstörungstour. Schaut gerne rein. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen. Ciao.